Zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um meine Drogerie-Haul-Review gehen für die Monate Mai und Juni. Ich muss leider sagen, dass ich viele Sachen noch nicht getestet habe, was einfach daran liegt, dass ich im Juni angefangen habe zu arbeiten und ich einfach nicht so viel Lust und Zeit hatte, neue Produkte auszutesten, weil ich ja einfach so ein bisschen erst in die Routine reinkommen musste mit dem Arbeiten. Aber jetzt habe ich doch so ein bisschen was getestet und wollte euch zeigen, was ich so gut finde, was ich schlecht finde. Ich habe auch schon wieder so ein paar Sachen aussortiert. Ich werde aber dazu dann immer noch was sagen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich starte. Und zwar starte ich wie eigentlich meistens mit der Haarpflege. Da habe ich auch mitunter am meisten zwischendurch testen können noch. Und zwar habe ich hier zu einem, ich glaube bei Rossmann mitgenommen, von L'Oréal Paris El Vital, die Hydra Hyaluronic Reihe. Die hatte ich ja schon mal. Das sind jetzt hier die normalen Größen, bin ich der Meinung. Manche Größen oder manche Sorten gibt es ja auch größer. Und das ist jetzt hier eben ein Shampoo speziell für feuchtigkeitsbedürftiges Haar. Und ich hatte das schon mal und ich meine, ich fand das da auch gut. Auf jeden Fall finde ich es auch wieder gut. Es ist ein gutes Shampoo. Es riecht sehr angenehm. Es macht die Haare sehr schön weich. Es verursacht bei mir keine Schuppen, was mir sehr wichtig ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Haare schön glänzen und auch schön liegen. Und deswegen, ja, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Wie gesagt, ich meine, ich hatte das auch schon mal, hatte das auch aufgebraucht. Und finde ich sehr schön. Ich habe ja eine sehr komplizierte Haarstruktur. Also ich habe sehr dickes Haar, so ein bisschen frizzig. Ich habe aber auch ein paar Locken drin. Ich habe ein paar Wellen drin. Also so ein bisschen eine Mischung aus allem. Und da finde ich das eigentlich ganz gut, hier diese Hyaluronic-Reihe. Und dann hatte ich mir gekauft, jetzt für den Sommer speziell, diese Reihe hier für einen fertigen Ansatz und trockene Spitzentone der Absolut. Die verwende ich jetzt nicht ganz so oft, nur so einmal in der Woche circa. Und ja, weil das einfach so ein bisschen klärender ist und ich will nicht wieder zu viel so klärende Sachen verwenden, dass meine Kopfhaut wieder spinnt. Aber so einmal in der Woche, gerade wenn es so schwül ist, mag ich das ganz gerne, um einfach wirklich die Kopfhaut nochmal tiefen zu reinigen. Ob das jetzt mehr reinigt wie ein anderes Shampoo, weiß ich nicht. Aber ich mag das Produkt einfach auch ganz gern. Ich mag auch den Effekt, was das Produkt hat. Meine Haare sind auch sehr weich, sie sind gepflegt, ich bekomme keine Schuppen davon. Und mein Ansatz bleibt auch relativ lange frisch. Also ich mag die Reihe auch sehr gern. Ist jetzt kein Produkt, wo ich sage, muss man unbedingt haben, weil ist eine Revolution. Aber es macht meine Haarstruktur einfach gut und deswegen kann ich das auf jeden Fall für mich weiterempfehlen. Dann hatte ich ja so ein bisschen Haaröle gekauft, um so ein bisschen zu schauen, was mir gefällt, weil dieses Got2be spitzenmäßig gibt es nicht mehr überall. Also zumindest im DM und im Rossmann habe ich das nicht mehr gesehen. Und deswegen dachte ich, okay, ich probiere einfach mal zwei neue aus. Habe mich da einmal für das Eau Magique von L'Oréal Paris entschieden, aus der Evital-Serie eben. Und ich hatte das ja schon öfters als kleine, ja, Sachet-Probe quasi auch von der Stefanie bekommen und mochte das eigentlich mal ganz gern. Es ist auch ein super schönes Haaröl, es macht die Haare auch sehr glänzend. Ich mag das einfach nur nicht, weil das so flüssig ist. Ich werde es jetzt noch weiter verwenden. Ich nehme da mal einen Pumpstoß von. Finde ich eigentlich so nicht schlecht. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, bei meiner Haarstruktur kann ich einfach so ein bisschen dicklichere Haaröle besser einarbeiten. Ja, aber werde ich weiterhin testen. Also da ist so 50-50. Ich mag es eigentlich ganz gern, aber irgendwie ist es mir auch zu flüssig. Also das muss ich auf jeden Fall noch weiter ausprobieren. Dann habe ich mir ein Produkt nachgekauft gehabt und zwar mein Hitzeschutzspray. Das mag ich sehr gern. Das ist das Got2be Schutzengel. Ja, kaufe ich jetzt auch schon seit längerer Zeit immer wieder nach. Das ist auch vegan. Und ich habe das eigentlich meistens hier. Also ich hatte eine ganze Zeit lang immer mal das von Balea hier gehabt, dieses Zwei-Phasen-Hitzeschutzspray. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich da auch so ein bisschen Schuppen von bekomme, wenn ich das halt zu arg an den Ansatz sprühe. Und das Problem habe ich bei dem hier nicht. Das ist aber halt auch schon wieder gut leer. Also das hatte ich, glaube ich, relativ am Anfang vom Mai gekauft. Und das ist jetzt, würde ich sagen, auch schon wieder so zur Hälfte leer. Also wenn man es täglich verwendet jetzt aktuell, geht das relativ fix leer. Aber ich mag das sehr gern und ich finde, das macht wirklich was. Das macht die Haare auch so ein bisschen weicher und ich kann damit auch besser durchgehen. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Kann ich weiterempfehlen, wie gesagt. Dann hatte ich mir eine Reihe gekauft von Herbiology und zwar, weil ich wusste, dass ich die eben schon mal hatte und dass ich die gut vertragen habe. Und zwar diese Variante hier, Anti-Frizz und Illuminate, Hyaluronsäure und Omega-9 für widerspenstiges oder trockenes, koloriertes Haar. Ich habe jetzt kein koloriertes Haar, aber meine Haare sind eben sehr widerspenstig und auch trocken, was die Längen angeht. Und die Reihe, wie gesagt, mochte ich super, super gern. Ich hatte die schon mal. Ich muss sagen, ich mag sie auch jetzt wieder sehr, sehr gerne. Ich hatte sie einen Ticken besser in Erinnerung, aber ich finde, kann man auf jeden Fall machen. Also ja, die Produkte sind etwas teurer, aber sie machen auch wirklich was. Also ich finde,
Gerade beim Shampoo, dass das Shampoo schon die Haare sehr schön weich macht, die Kopfhaut aber trotzdem gut reinigt, das schäumt auch gut auf. Und bei der Spülung braucht man nicht viel, die lässt sich super verteilen und man hat dann wirklich sehr weiche, geschmeidige Haare. Auch hier ist es wieder so, dass mein Frizz so ein bisschen zurückgeht und ja, dass meine Haare sich einfach so ein bisschen schöner föhnen lassen auch. Also sie liegen dann einfach schöner und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Kann ich auch weiterempfehlen. Würde ich mir auf jeden Fall auch nachkaufen, aber es ist jetzt kein Produkt, wo ich dauerhaft hier haben muss. Dann hatte ich mir von Isana dieses Haarparfüm gekauft und zwar aus dieser Dream Beach Reihe. Das ist die Variante hier mit Melone und Hibiskusblüte. Habe ich jetzt ein paar Mal verwendet. Ist so ein nettes Gimmick, würde ich sagen. Aber kein Produkt, was ich jetzt fest in meine Haarroutine irgendwie integrieren werde. Es riecht halt sehr süß nach Melone. Ich fand das eigentlich ganz schön. Wenn man jetzt irgendwie tagsüber so ein bisschen, ja, auf der Kopfhaut so ein bisschen geschwitzt hat, sag ich mal, um das aufzusprühen, dass man einfach wieder so ein bisschen frischer riecht in den Haaren. Aber einen starken Effekt hat das nicht. Also ich finde auch nicht, dass es super lange riecht. Ich denke auch nicht, dass ich das behalten werde. Ich finde es okay, ich finde es ganz schön ab und an mal, aber ich wasche dann doch irgendwie lieber meine Haare, wie so ein Produkt in meine Haare zu sprühen. Ist ja bei Trockenshampoo genau der gleiche Fall bei mir. Ich verwende das immer mal wieder, aber ich bin eigentlich eher der Fan, dann die Haare zu waschen. Dann von Jo & Len habe ich auch eine Reihe gekauft, auch weil ich hier wusste, dass ich die schon mal hatte und dass ich die gut vertragen habe. Das ist die Reihe Jojoba Apfel, stark und vegan. Und das ist eben eine Reihe, die speziell für langes, brüchiges Haar ist und die halt super schön nach Apfel duftet. Also der Duft ist wirklich richtig genial. Und ich mag die Produkte auch gern. Die sind zwar vegan und ich glaube sogar auch Naturkosmetik, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es vegan. Und ich finde dafür, dass es halt vegan ist, schäumt es super auf. Also ich habe bei veganen Sachen und auch bei Naturkosmetik oft das Gefühl, dass es nicht ganz so gut aufschäumt. Die Reihe ist aber super, kann ich weiterempfehlen. Ja, für vegane Produkte, also falls ihr vegane Produkte haben wollt, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Gibt es auch noch mehrere Sorten von. Dann hatte ich mir von Pomelo & Co. bei Rossmann diese Peach Perfect Reihe gekauft mit Shampoo und Spülung. Fand ich schrecklich. Also für den Preis, ich glaube 9 Euro pro Flasche, war das echt so ein Fehlgriff. Also der Duft war nicht ganz so schlimm, wie ich ihn befürchtet habe, weil ich dann schon viele Reviews gelesen hatte, dass es heißt, ah, der Duft ist nicht so pfirsichlastig. Aber den Duft fand ich eigentlich ganz schön. Mein Problem war einfach nur, das Shampoo hat irgendwie bei meiner Haarstruktur nicht aufgeschäumt. Und ich brauche einfach den Schaum, dass ich denke, dass meine Kopfhaut sauber ist. Ich weiß, dass auch Produkte, die nicht schäumen, die Kopfhaut sauber machen, aber das war halt wirklich auch irgendwie, meine Haare haben sich komisch angefühlt und es war halt einfach meiner Meinung nach die 9 Euro nicht wert. Dann kaufe ich lieber die John Frieda Produkte, die meine Haare wirklich sehr schön machen, aber das war nix. Dann hatte ich noch mein anderes Haaröl mitgenommen und zwar von Pantene Pro V, dieses Coconut Infused Oil. Das ist eben ein Haaröl, wo Kokosnuss mit drin ist, also Kokosnussöl. Ich mag das, also von der Konsistenz her, das ist ein bisschen dicker, ein Ticken lieber wie das von El Vital. Ich finde, das riecht auch sehr gut. Ja, so ein bisschen nach Kokos eben. Und das macht auch die Haare sehr, sehr schön. Also auch hier ist macht die Haare sehr weich, ich kann gut durchkämmen, es macht die Haare auch glänzen, das ist mir immer ganz wichtig bei einem Haaröl und mag ich eigentlich auch ganz gern. Ja, kann ich jetzt auch nichts Schlechtes zu sagen, also ist von der Konsistenz her mir so ein Ticken lieber wie das L'Oreal, aber ich werde wie gesagt beide noch weiter testen. Und dann habe ich hier auch ein Produkt nachgekauft gehabt von Vella Vella Flex, das Sensitive Haarspray. Liebe ich, kaufe ich eigentlich seit Jahren immer wieder gerne nach. Entweder das oder das parfümfrei. Ich finde einfach, dass das ein gutes, solides Alltagshaarspray ist. Das ist die Stärke 3 von 5. Ich kann das gut aufsprühen, das lässt sich gut auskämmen und finde ich toll. Also kann ich weiterempfehlen und ist auch immer mal wieder im Angebot bei Rossmann. Ja, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, finde ich klasse. Dann habe ich eine Handcreme gekauft, und zwar von Aveo, die Handcreme Candy Cat. Das war mit Erdbeer-Vanille-Duft, war leider gar nicht meins. Ich finde auch, der Tube roch es sehr angenehm, aber in Verwendung irgendwie roch es mir zu künstlich. Es roch so ein bisschen, ach, schwierig, ich kann es nicht richtig erklären, so ein bisschen nach Plastik, so ein bisschen nach so, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich weiß nicht, also es roch einfach so ein bisschen nach Plastik, nach süßlichem Plastik, also war gar nicht meins.
Gesichtspflege habe ich jetzt hier 4 Produkte getestet von den Produkten, die ich gekauft habe. Einmal dieses Gesichtswasser, wie immer kennt ihr von mir, liebe ich, kaufe ich immer wieder nach. Ist mein liebstes Gesichtswasser seit Jahren. Ich habe ja auch gekauft dieses Liquid Peeling, habe ich aber einfach zu wenig getestet, um euch dann eine Meinung zu sagen. Deswegen habe ich das jetzt hier nicht mit reingenommen. Aber dieses Gesichtswasser hier liebe ich ja, wie gesagt, kaufe ich seit Jahren nach. Ist halt so ein klassisches Gesichtswasser. Und einmal das Ultrasensitive Waschgel, auch das kaufe ich seit Jahren immer wieder nach. Ist ein Waschgel, was meine Haut einfach gut tut. Es reinigt die Haut gut. Ich bekomme davon keine Pickel. Meine Haut ist sehr schön ausbalanciert. Also das finde ich auch sehr, sehr schön. Und dann auch nochmal 2 Produkte, wo Nachkaufprodukte sind. Einmal diese Anti-Pickel-Patches. Entweder die oder die von Balea. Ich mag die eigentlich alle sehr, sehr gern. Klebt man sich eben auf die Pickelchen drauf, am besten über Nacht. Oder wenn es halt an einer Stelle ist, wo man vielleicht nicht sieht. Es gibt ja auch viele, die haben irgendwie am Körper Pickelchen. Dann ja, kann man das natürlich auch tagsüber auftragen. Ich finde es nachts aber angenehm, weil man es da auch nicht so merkt, wie ich finde. Finde ich gut, kaufe ich immer wieder nach. Ich habe jetzt, glaube ich, aber welche von Balea nachgekauft, weil hier sind auch nicht mehr so viel drin. Aber wie gesagt, finde ich gut. Und einmal diese Isana Pure Augencreme. Ja, die mag ich sehr gern. Ist mit Hyaluron und Aloe Vera. Ist eine relativ leichte Konsistenz, die aber trotzdem gut pflegt. Ist schön für morgens, weil das einfach eine leichte Pflege ist. Aber trotzdem eben, ja, ausreichend pflegt für tagsüber, für mich, für den Sommer auf jeden Fall. Ich habe ja eher eine Mischhaut, im Sommer eher tendieren zu ein bisschen fettiger. Und da finde ich die eigentlich perfekt, weil das eine sehr leichte, schöne, angenehme Creme ist. Und kann ich eben auch weiterempfehlen. Bodylotions hatte ich 4 insgesamt, beziehungsweise mehrere gekauft, aber 4 habe ich jetzt erst getestet. 2 davon sind aber direkt weitergewandert. Einmal von Balea, diese Bodycreme Summer Spirit. Hat auf meiner Haut, ich weiß gar nicht, hieß die so? Kann das sein, die hieß anders. Auf jeden Fall dieser neue Titel von dieser Sommerallee hat auf meiner Haut einfach unglaublich ekelhaft gerochen. Ich weiß nicht warum. Das hat so ein bisschen nach verbranntem Brot oder so gerochen. Also ich fand es nicht schön. Und einmal die Balea Med Ultrasensitive Body Cream Sika, also diese sehr dicke Body Creme, ist an und für sich nicht schlecht gewesen, ist für mich jetzt für den Sommer aktuell einfach zu viel. Und da ich noch ein paar größere Bodylotions da habe, dachte ich, okay, gebe ich die weiter. Und jetzt kommen wir zu den anderen beiden, die ich eben noch hier habe. Und zwar einmal die Neutrogena Leichte Bodylotion sofort einziehen. Das ist für normale Haut mit Vitamin E und ich mag die sehr gern. Also die ist tatsächlich, meine ich, ich schaue gerade mal, ja, schon so leer. Ich habe es gerade gegen das Licht gehalten. Also schon relativ gut verwendet. Man braucht auch immer nur einen Pumpstoß. Also für die Beine jeweils eine und dann eben, ne, je nachdem, wie man es halt am Oberkörper handhabt, ob man sich da eincremt oder nicht. Und ich mag die sehr, sehr gern. Also ich finde die wirklich, wirklich gut. Ich finde, die riecht gut. Die lässt sich eben durch diesen Pumpkopf auch super dosieren. Die zieht wirklich, wirklich schnell ein. Die hat einen neutralen Duft. Das mag ich ganz gern. Jetzt gerade im Sommer möchte ich einfach nichts extrem Duftendes an mir haben. Aktuell zumindest. Und da mag ich die super, super gern. Und ja, kann ich weiterempfehlen. Und dann hatte ich mir noch hier diese kleine gekauft von Averde. Die Körpermilch reichhaltig für trockene Haut. Habe ich jetzt auch schon so ein paar Mal wieder benutzt. Ich versuche die jetzt noch aufzubrauchen. Es ist für mich eher so ein winterlicher Duft, aber an so kühleren Tagen, wenn es dann mal so ein bisschen regnet, kann man die ganz gut verwenden. Und die werde ich jetzt noch versuchen aufzubrauchen. Ich habe die mir in klein gekauft, weil ich da Lust drauf hatte, aber es für mich eben, wie gesagt, eher so ein Herbst-Winterduft ist. Aber ich hatte Lust drauf und dann dachte ich, okay, dann nehme ich die kleine Größe mit, auch wenn die natürlich viel teurer ist, wenn man es so in Relation sieht zu der großen Größe natürlich. Aber ja, mag ich sehr, sehr gerne. Fußprodukte sind es 2. Und zwar einmal von Balea die Fußbutter Tropical Walk. Das war eine LE. Online gibt es die teilweise noch. Es gibt die in Märkten auch teilweise noch. Normalerweise nehme ich Produkte nicht mit in dieses Video, wo mal limitiert waren und wo es gar nicht mehr gibt. Wie gesagt, die gibt es teilweise noch. Und falls ihr die noch irgendwo bekommt, ja, schnappt auf jeden Fall zu. Die riecht unglaublich toll nach Passionsfrucht. Die pflegt auch richtig, richtig gut und verwende ich aktuell. Ist ein total schöner Sommerduft. Ich liebe ja so Passionsfruchtdüfte und kann ich weiterempfehlen. Und dann einmal von Balea das Fußpeeling Tropical Walk. Das ist eben aus dieser selben Reihe, auch eben mit Maracuja-Duft, also Passionsfruchtduft. Und das ist ähnlich wie das vom Standardsortiment. Das ist auch auf Creme-Basis. Ich finde aber das aus dem Standardsortiment ein Ticken besser, weil das ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen mehr Wumms hat. Also das ist so ein bisschen intensiver vom Peeling-Effekt her, aber das hat halt mal einen anderen Duft. Für zwischendurch eigentlich auch mal ganz schön, mal was anderes zu riechen. Dann habe ich hier ein Duschpeeling auf meiner Liste stehen und zwar von Isana, das Creme-Peeling Dream Beach Honolulu. Das war, meine ich, das mit
Papaya, bin ich der Meinung. Habe ich mir doppelt gekauft, weil ich eigentlich die Sana Creme Peelings immer ganz gerne mag. Habe aber aktuell so ein bisschen festgestellt, dass es mir zu wenig macht für meine Haut. Also es ist ganz schön, der Duft war angenehm, super, super schöner Sommerduft. Aber für meine Haut aktuell irgendwie nicht ausreichend als Peeling. Und dann habe ich einige Duschgel gekauft. Einmal von Dresden Essence, das Refresh. Das ist ein Aroma-Booster-Duschgel. Mit weißer Tee, Limette und Minze für normale und trockene Haut. Das sind diese Duschgele, die man dann auch auffüllen kann, was ich sehr interessant finde. Und habe ich tatsächlich schon ein paar Mal benutzt. Und das riecht echt schön. Das hat einen richtig schönen, frischen, ja, erfrischenden, leicht zitrischen, angenehmen Duft. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von den Dresdner Essence Duschen. Ich finde immer, dass die nicht stark riechen unter der Dusche. Aber die riechen echt schön intensiv. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich wirklich sauber bin. Und gerade so zitrische Sachen mag ich im Sommer sowieso super gerne. Und da gab es auch noch, ich glaube, vier weitere Sorten. Ich hatte mir dann nochmal eine gekauft. Die habe ich direkt bei Dresdner Essence bestellt. Gibt es aber auch in den Märkten. Und zwar ist das die Happy Dusche. Das ist jetzt hier mit Pfirsich, Mandarine, Zitrone und Holunderblüte. Also so ein bisschen was Süßlicheres, sag ich mal. Finde ich auch sehr schön. Ich finde, das riecht nach so einem schönen, kühlen Früchtetee irgendwie. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist nicht so gut wie dieses Refresh, aber ist auch ein schöner Duft und riecht auch intensiv. Also finde ich auch sehr gut. Dann habe ich hier ein Duschgel, das habe ich tatsächlich noch da, wo es aussortiert ist, und zwar von Dove, die vitalisierende Pflege mit Kirsche und Chiamilch. Wenn ihr Dove-Produkte schon kennt und ihr wisst, dass die gut riechen bei euch, dann kauft euch das. Das riecht aus der Flasche super, super gut. Und auch unter der Dusche riecht es sehr gut. Aber auf meiner Haut riecht das einfach wieder sehr unangenehm und sehr komisch. Also ja, leider, bei Dove ist es immer so eine Sache. Also die Deos sind eigentlich kein Problem, auch die Bodylotions nicht. Aber die Duschen, da rieche ich irgendwie immer so ein bisschen nach Erbrochenem. Also nicht so angenehm. Dann einmal von Duschstas, das Acai Berry. Das riecht sehr, sehr toll. Das ist intensiv fruchtig, wie schon drauf steht. Also es hat einen sehr, sehr intensiven, starken Fruchtduft. Sehr, sehr gut, wie ich finde. Also ich mag den Duft ultra gern. Das riecht sehr intensiv, also nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich sehr intensiv und kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Ist eine der neuen Sorten gewesen. Dann einmal von Isana aus der Dream Beach Reihe hatte ich aussortiert, die Variante mit Wassermelone. Unter der Dusche roch das mir irgendwie zu künstlich, also es hat mir nicht mehr gefallen. Und weil ich doch noch ein paar Duschgele da habe, auch größere Größen, dachte ich, okay, dann kann das weg. Was ich aber behalten habe, ist dieses hier, die Malediven-Variante mit Kokospfirsich. Ist einfach total mein Beuteschema. Ich finde die Verpackung sehr schön und es riecht auch sehr gut. Ja, es riecht sehr, sehr schön nach Sommer. Einfach fruchtig, süßlich, so ein bisschen nach Pfirsicheistee. Also ich mag es sehr, sehr gern. Und dann hatte ich noch die Variante Summer Night gekauft. Das war, meine ich, mit Orange und Gardenie. War unter der Dusche auch nicht meins. Also aus der Flasche fand ich den Duft eigentlich sehr schön. Es hat mich auch so ein bisschen an was erinnert. Aber so in Verwendung war es jetzt. Es war nicht schlecht. Es war aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, brauche ich unbedingt. Deswegen habe ich gedacht, okay, gebe es weiter. Wenn ich Produkte aussortiere, dann verkaufe ich die meistens. Ich habe da so ein, zwei Leute, die mir dann immer die ganze Menge quasi abkaufen. Dann ein bisschen vergünstigt eben natürlich auch. Und meistens schenke ich dann auch den Versand, weil ich halt immer sammle, damit es halt sich lohnt. Deswegen, ja, einmal das. Und dann hatte ich hier noch ein Produkt gekauft. Och, das liebe ich ja. Das hatte ich ja schon aufgebraucht. Das Joyenlen Wassermelone Minze Duschgel. Hatte ich mir eben jetzt nachgekauft und ich liebe das. Ich finde, das riecht so schön. Das ist so erfrischend. Unter der Dusche, finde ich, kommt das noch viel mehr raus. Dieses Frische und mag ich sehr, sehr gern. Also, ja, ist ein bisschen teuer. Ich glaube, 2, 3 € kostet das. Aber es ist wirklich ein toller Duft. Gibt es auch in mehrere Sorten, falls ihr nicht so der Wassermelone-Fan seid. Aber ich finde das eben super. Genau. Und dann hatte ich hier noch gekauft von Aurinique die Pflegedusche Mauritius Sunset. Ist ja, so stand ja drauf, mit Kokos, Wasser und Lotus und ich weiß nicht mehr genau, was es für ein Duft war. Aber aus der Flasche fand ich den toll. Und Aurinique hatte ich ja schon öfters und da hatte ich auch immer mal wieder das Problem, dass es unter der Dusche mir dann nicht mehr gefällt. Und das war hier auch wieder der Fall. Ich weiß nicht, warum das so ist bei mir, dass viele Duschen mir aus der Tube super gefallen und unter der Dusche dann einfach echt eklig riechen.
Ich weiß es nicht, aber das hat mir, wie gesagt, nicht gefallen. Und das waren jetzt auch schon alle Sachen, die ich schon getestet habe, beziehungsweise die ich aussortiert habe. Die Produkte, die jetzt noch fehlen, werde ich, denke ich, einfach wegfallen lassen, weil es kommen jetzt meine Sammlungen online und da seht ihr sowieso noch mal alles, was ich da habe und auch so meine erste Meinung zu den Produkten, sage ich da so ein bisschen, die ich jetzt eben noch nicht so ausgiebig getestet habe, dass ich euch hier was dazu sagen möchte. Genau, aber ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.